Moin Leute, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir schauen uns heute einen Sneaky Takedown an, wo wir erst so tun, als ob wir einen Guardpull machen oder beziehungsweise den Gegner denken lassen. Wir werden dann mit einem Guardpull angreifen, dann wechseln wir aber in den Seonage und hauen unseren Gegner damit auf die Bretter. Viel Spaß dabei! Alles klar, Leute. Schauen wir uns als erstes den Fake Guard Pull an, den wir benutzen, um den Takedown vorzubereiten. Eine super, super beliebte Guard ist die Cross Collar Sleeve Guard. Ja, ich habe also hier den Sleeve und hier greife ich Cross den Collar. Die Guard, die ich von hier spielen würde, wäre dann hier die Cross Collar Sleeve Guard. Sehr, sehr, sehr beliebtes Guard-System und das machen wir uns zunutze, um einen Takedown vorzubereiten. Wir haben nämlich hier exakt den Griff, den wir für die Cross-Collar Sleeve Guard brauchen und nutzen das Wissen des Partners, wir gehen davon aus, dass der Partner weiß, ah okay, Cross-Collar Sleeve, unser Gegner wird mit hoher Wahrscheinlichkeit gleich Guard pullen und diese Cross-Collar Sleeve Guard spielen wollen. Das können wir sehr gut ausnutzen. Von hier können wir nämlich Guard Pull faken, indem wir schon mal das Bein so heben, als ob wir hier jetzt in die Hüfte gehen würden und uns absetzen würden. In echt greifen wir über hier hinten so ein bisschen das Bein an und schieben das ein bisschen nach hinten. Unser Partner wird wahrscheinlich reagieren, indem er das Bein nach hinten stellt. Sobald er das macht, haben wir zwei Sachen kreiert. Erstens haben wir jetzt hier wunderbar viel Platz und zweitens ist unser Partner vom Kopf her bei, okay, es kommt ein Guardpull. Der Guardpull kommt aber gar nicht. Stattdessen nutzen wir jetzt unseren linken Arm, um seinen Arm hier rüber zu pushen. Wir pushen hier rüber und kommen mit den Knien auf den Boden direkt unter seinen Schwerpunkt, wo wir uns den Weg gerade durch den Fußangriff freigemacht haben. Und jetzt bringen wir unseren Nacken auf die andere Seite von dem Arm und kommen hier hin. Von hier haben wir jetzt eine gute Posture, haben hier den Griff im Collar, den Griff im Sleeve und können unseren Partner hier mit einem Seonage rüberwerfen. Das Coole daran ist, dass wir danach hier sehr, sehr, sehr gute Möglichkeiten haben, direkt weiterzumachen. Wir können von hier zum Beispiel am Partner ziehen und so ein Stück weit selber zu ihm ziehen und ein Stück weit ihn zu uns ziehen und von hier direkt Knee und Belly versuchen uns einen Kimura-Grip zu holen, direkt für Armbars zu gehen und so weiter und so weiter. Außerdem ist das Risiko gar nicht so wahnsinnig hoch wie bei einem normalen Seonage. Bei einem normalen Seonage habe ich mich ja hier eingedreht und klar, im Idealfall ist sein Bizeps hier zwischen meinem Bizeps und meinem Unterarm eingeklemmt. Aber die Wahrscheinlichkeit, auch wenn ich hier zum Beispiel für einen Ippon Seonage tief gehe, dass er doch nochmal den Arm frei kriegt und hier in irgendwelchen Chokes landet und Back Control, die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Na, Seonage ist kein wahnsinnig sicherer Wurf. Aber mit dieser Variation wird das Ganze ein bisschen sicherer. Ich bringe mich nämlich nicht direkt vor sein Torso, sondern seitlich. Und selbst wenn ich hier bin und ich verkacke den Wurf, hat er von hier keine wahnsinnig guten Möglichkeiten, mich anzugreifen. Klar kann der Arm ein Stück weit irgendwie hier rum, aber er ist nie in der perfekten Position, um bei mir die Back-Control anzugreifen. Und ich kann von hier sehr gut anfangen, meinen Partner rüber zu schmeißen, um mir hier die Kontrollposition zu holen. Alles klar, Leute, das war es auch schon wieder. Kurzes, kleines Technik-Tutorial zu dieser Guard-Pull Cross-Color-Sleeve-Seonage-Variante. Lasst mich gerne wissen, was ihr davon haltet und ja, von welcher Art Videos ihr noch mehr haben wollt. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.